Zuschauer, herzlich willkommen bei Easy German. Wir haben letzte Woche schon für euch berichtet vom Kölner Karneval hier in Köln. Und da wir so viel Material hatten, haben wir gedacht, machen wir gleich noch einen zweiten Teil daraus. Das Spiel geht folgendermaßen. Ihr habt uns eure Fragen geschickt und wir beantworten die besten eurer Fragen hier beim Kölner Karneval. Guckt mal, was dabei ist. Los geht's! Thomas, ich glaube, du bist jetzt wieder dran. Ich bin dran. Ja, dann. Rabea, komm mal mit der Wundertüte. Machen Sie Grammatikfehler? Welche? Das war eine ganz populäre Frage. Das haben mindestens 20 Leute gefragt oder geliked. Die wollen wissen, machen Deutsche auch Grammatikfehler? Okay. Was ja in Köln hier durchaus gang und gäbe ist. Ja, das kann schon Sinn. Dann frag doch mal, welche Grammatik... Wohl mal ins Lure, ne? Soll ich mal kurz was fragen? Nein! Nein! Die Antwort ist nein! Okay, also... Nein, nein, nein! Also du machst keine Grammatikfehler? Nein. Hallo, darf ich euch mal kurz was fragen? Macht ihr in der deutschen Sprache Grammatikfehler? Und wenn ja, welche Grammatikfehler macht ihr? Gar keine. Gar keine? Gar keine. Wir sehen, die Kölner sind perfekt. Woher kommt ihr? Osnabrück. Wir sehen, die Osnabrücker sind perfekt. Ja. Sind wir. Machen Sie in der deutschen Sprache Grammatikfehler? Ja, natürlich. Was für Grammatikfehler machen Sie am liebsten? Da habe ich keine Ahnung von. Ich mache ja nicht absichtlich. Ach so. Gibt es häufige Versprecher vielleicht, oder? Kommasetzung. Oh, ganz genau sehr viel. Ja. Ganz genau sehr viel? Ja, ja, ja. Und welche Fehler sind das meistens? Akkusativ, Dativ und so. Genitiv, ja. Die, der, das und so. Nominativ, ja. Ja. Das. Was ist daran so schwierig? Das ist unmöglich. Unmöglich? Ja. Okay. Fast unmöglich. Kommt ihr denn aus Deutschland? Nein, nein, natürlich nicht. Woher? Belgien. Die nächste Frage wurde gestellt von... Jetzt schon ganz gespannt. Ich krieg's nicht auf, doch. Von Vera Spirina. Was ist das falscheste Vorurteil gegenüber Deutschen? Was ist das falscheste Vorurteil, was ihr über Deutsche kennt? Arbeit. Arbeiter. Dass sie arbeiten? Ist das falsch? Ja, andere arbeiten mehr, finde ich. Genau, die Deutschen, die sind unentspannt. Angeblich. Das stimmt aber nicht. Die Deutschen, die sind total entspannt. Die sind sowas von locker, ohne rum vor allen Dingen. Über Deutsche? Dass wir immer so viel trinken, also ich meine, er hat jetzt nicht wirklich ein Bier in der Hand und so, ist ja auch nicht wirklich betrunken, also das habe ich noch nie irgendwo gesehen, dass Deutsche betrunken sind. Das falscheste Vorurteil, dass sie sich im Sommer da liegen, auf Mallorca reservieren, ja, das sind die Engländer und die Russen, die Sauhunde, Göller Love, Siegerland lebt! Was für ein Vorurteil kennst du über Deutsche? Dass wir alle hübsch sind. Und das ist falsch? Findest du dich nicht unfassbar schön? Ja, doch, klar. Wir uns alle. Ja, Dennis Rivers fragt. Dennis Rivers, okay. Stimmt es, dass Deutsche ihr Klopapier falten? Das haben wir heute schon mal gefragt. Das war eine der besten Fragen, muss ich sagen. Dann fragen wir das nochmal, oder? Ja, unbedingt. Auf geht's. Ja, ich glaube, das stimmt, oder? Also, ich mach mal, macht es so, ja. Ich falte mein Klopapier ab und an. Ab und an, das bedeutet? In der Regel ja. In der Regel ja. Vorher, nachher, zwischendurch? In der Regel vorher. Warum? Weil es dann blutet. Faltest du dein Klopapier? Ja, normal, wie jeder Deutsche, ne? Wie jeder Deutsche, ja? Wie jeder Deutsche. Alle Deutsche falten also ihr Klopapier? Alle Deutsche auf jeden Fall. Hast du eine Begründung dafür? Was? Hast du eine Begründung dafür? Na, geht einfacher, ne? Würde mal wundern, ob man das... Warte, nee, was steht denn da? Und zwar möchte Grüß Gott gerne wissen, was besser ist, bar zu bezahlen oder mit der Karte. Wir haben auch die bescheuertsten Fragen genommen, das war ja die Ansage. Viel Spaß damit. Unbedingt, los geht's. Herzlich willkommen auf Easy Languages. Mein Name ist Panda und deiner? Bär. Bär. Panda und Bär. Okay, super, ihr Panda-Bären. Was findet ihr denn besser, mit Karte oder bar bezahlen? Bar. Gar nicht. Zahlst du mit Karte oder zahlst du bar? Bar. Zahl mit Karte. Warum zahlst du mit Karte? Weil meistens die beiden anderen Panda-Bären kein Geld dabei haben und dann muss ich immer alles zahlen. Also bist du der Sugar Daddy Panda. Panda-Bär ist der Gönner Panda-Bär. Der Gönner Panda-Bär, okay. Hallo, zahlst du bar oder zahlst du mit Karte? Ich glaube, ich zahle gar nichts mehr. So, Thomas zieht eine neue Frage.
Ja. Oh. Wie ist ein typischer deutscher Mann? Die ist toll. Super Frage, super Frage. Ja, wie ist denn ein typischer deutscher Mann, Thomas? Mit Messer und Gabel. Nee, wie ist, nein, nicht wie, wie ist. Wir werden sehen, es wird Missverständnisse geben bei dieser Frage. Gehen wir mal raus ins Volk. Es ist alles nicht so einfach mit uns Bären und Panda-Bären und da weiß man nie so wirklich, was da in den nächsten Jahren passieren kann. Aber Männer sind doch, man sagt doch, ein Mann wie ein Bär. Ein Mann wie ein Bär. Ja, und die Steigerung des Ganzen ist ein Mann wie ein Panda-Bär, ne? So, herzlich willkommen hier im Tetris-Dschungel. Wir haben hier eine Frage an die Tetris-Steine. Und zwar, wie ist ein typischer deutscher Mann? Wie ist ein typischer deutscher Mann? Ja. Was für eine Frage stellst du mir? Besoffen. Guck mal, sie ist ein deutsches Mädchen. Ich bin ein deutsches Mädchen. Okay, und wie ist für dich ein typischer deutscher Mann? Nicht gut aussehend, leider. Nicht gut aussehend? Okay. Hier, Jungs, wir haben eine ganz wichtige Frage an euch. Ja. Was denn? Und zwar, wie ist so ein richtig typischer deutscher Mann? Was sind Eigenschaften? Alkohol, Bier. Alkohol, Bier. Bier ist auf jeden Fall Bier, typisch deutscher Mann. Fernsehen und Fußball. Fußball ist auch Bier. Ganz okay, wäre das dann für dich ein attraktiver, typischer deutscher Mann? Ja, nee. Und zwar von Mohamed Ol Jenini. Ist Cristiano Ronaldo eine Legende? Eieiei. Vielen Dank, Mohamed. So, kurze Frage an die Pferde. Ja, bitte. Ist Cristiano Ronaldo eine echte Fußballlegende? Also ich finde, der ist mega geil. Der ist tausendmal besser als Messi. Ja, Messi ist besser. Messi ist besser. Aber? Aber Ronaldo ist auch geil. Die sind beide mega gut. Seid ihr Fan? Ja, klar. Ja. Von wem? Leverkusen. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Ja? Leverkusen. Jo. Leverkusen. Und Schalke natürlich. Ja. Herr Dortmund natürlich. Ist Cristiano Ronaldo eine echte Fußballlegende? Stimmt nicht. Ich hätte mal gern von euch gewusst, was ihr von Cristiano Ronaldo haltet. Von Cristiano Ronaldo? Naja, dann glaube ich, finde ich Fred besser. Fred, ja? Genau. Und ist Ronaldo trotzdem eine Legende für dich? Nö. Ist Cristiano Ronaldo eine echte Fußballlegende? Nee, ist er nicht, natürlich, Alter. Ja, danke, danke. Darf ich dir erklären, warum? Ja, bitte. Oder sagst du jetzt hier Ausschnitt oder sowas? Nee, nee. Erklär mal. Das hier ist schon für K-Kamera ist. Ronaldo, komm nicht mal nach 1860 München ran. Haha, sagst du? Ist so. Ganz schön mutig. Ja, ich sag's sogar in die Kamera. Ja, ja, ich sehe das. Ja, es ist so. Es ist so. Ja, danke. 1860 wird übernehmen, ja. Ja, liebe Zuschauer, das war's für heute. Ihr habt gesehen, wir haben fast alle eure Fragen beantwortet. Es waren sehr viele Fragen. Dankeschön für all die Beteiligung. Wir haben uns sehr gefreut. Leider konnten wir nicht alle beantworten, aber wir haben versucht, so viel wie es geht zu beantworten. Schickt uns weiter eure Fragen und vor allem schreibt uns mal bitte in die Kommentare, was ihr machen würdet, wenn ihr hier in Köln wärt an Karneval. Und vielleicht seid ihr ja nächstes Jahr auch dabei. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Ciao. Prost.